Heute ist es soweit. Das wohl wichtigste Spiel in der Saison steht bevor. Wir müssen gegen einen direkten Konkurrenten ran, Jahn Regensburg, und am besten gewinnen, um sie auf Distanz zu halten. Ich bin ein bisschen angespannt, ganz ehrlich. Heute volle Konzentration. Ich hoffe, es geht euch gut. Also 31. Spieltag, nur noch 4 Spiele sind über. Das berühmt-berüchtigte 6-Punkte-Spiel steht an. So, die Jungs müssten da hinten eigentlich schon sein. Mal gucken. Moin. Hello, hello, hello. Wie geht's? Na? Gute, gute. Das wichtigste Spiel der Saison gefühlt. Ja. Alle Spiele sind wichtig. Wie geht's? Gut. Ja. Regensburg, Regensburg. Okay, ich komm rein. Heute gewinnen, Freitag gewinnen, dann wäre die Sache eigentlich schon durch. Dann kann man, glaube ich, nur noch auf dem 16. landen. Hansa, macht es nicht so spannend. Holt euch die beiden Siege. Und dann sind wir, glaube ich, alle zufrieden. Das wäre so mega, ey. Vor allem, ihr müsst das mal so sehen, vor dem Fürth-Spiel, also vor 2-3 Wochen, hat gefühlt fast keiner mehr damit gerechnet, dass wir überhaupt noch auf dem Nicht-Abstiegsplatz uns retten können, sondern dass es eigentlich nur noch um Platz 16 geht. Ich blende euch einmal die Tabelle ein, wie sie da aussah. Da waren wir auf Platz 17. Eigentlich schon leicht abgeschlagen. In der schwierigen Zeit, wo man 8 Spiele lang in Folge ohne Sieg war, 7 Niederlagen hatte, nur ein Unentschieden. Zusammen haben wir es ja geschafft, die Mannschaft hat sich zusammengerissen mit Alois. Und dann durch diese 2 Siege in Folge, blende ich euch jetzt die aktuelle Tabelle ein, sind wir auf Platz 15. Gestern hat Bielefeld auch noch Punkte liegen lassen durch das 1:1. Da ist jetzt auf jeden Fall wirklich alles selbst in der Hand. Kämpfen und siegen. Jetzt laufe ich das Spiel. Mit gegen seinen Regensburg-Hater. Er hatte sich nämlich mit dem Regensburger in den Haaren. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber da komme ich nach dem Spiel vielleicht nochmal drauf. Support aus Regensburg. Ach so, ja, heute 100 Mann aus Regensburg. Aber Respekt an die 100 Mann. Die da sind, auf jeden Fall. Und die Leute, die nicht da sind. Die Leute, die nicht da sind. Euer Verein ist 17. Platz. Da muss man supporten. Da muss man sich auch mal auf die Reise an die Ostsee machen. Ansage von Alvin. Mitkommen. Keine Ahnung, ich verstehe das immer nicht. Schal schon hingelegt. Es wird nicht eingestimmt mit der PK vom Spiel. Haben wir zwar schon alles geguckt, aber wir diskutieren noch, wer von Beginn an ran darf. Wo ist der Käffchen für Alois? Genau, wo ist das Käffchen für Alois? Aber Felix ist auch, sag ich mal, da erstmal mit seinem Käffchen, überzeugt von der Ruhe, ne? So ein bisschen Hertel-Style, die er reinbringt. Also Alois jetzt. Ja, fokussiert, weiß, wovon er redet und ja, sympathischer Typ, ne? Also genau. Die letzten 2 Spiele. Genau der richtige Mann jetzt für die aktuelle Situation, denke ich. Erstmal einen kleinen Rast machen. Boah, meine Schuhe sind jetzt auch noch nass. Ach, Kacke hier, durchgelaufen, ey. Muss er ganz oben. Regensburg, unser Lieblingsgegner bisher. Head-to-Head-Statistik, hast du gesehen? Hansa 5 Siege, 6 Unentschieden und nur ein einziges Mal verloren gegen Regensburg. Und letztes Mal waren wir in Regensburg beim 3:0 Sieg, wo Prüger 2 Dinger gemacht hat. Kann gerne wiederholt werden, Prüger. Ja, ist herzlichst eingeladen, Tore zu schießen. Alle anderen auch natürlich. Ich gönn's natürlich auch jedem. Der ein Tor macht. Ist so, ist so. Hauptsache 3 Punkte. Sogar ganz mutig in Hamburg. Die Kogge hinten drauf. Der lebt Schlage gefährlich, zeigen, der Mann. Schlage zeigen. Hansa Trabi wieder gesehen. Das ist auch ein Muss hier zu den Spielen. Ja. Immer dabei. Grüße gehen raus. Hansa Trabi, so geil. Vorletztes Heimspiel. Vorletztes Heimspiel. 3 Punkte. Endstand heute gegen Regensburg. 2:0. Sehr gut, sehr gut. Wir sind pünktlich. Danke an den Fahrer. Der hat es wieder sehr, sehr gut gemacht, muss man sagen. Und Grüße an die auf der Autobahn. Ja. 2:0 haben sie gesagt. Ist ein guter Tipp. Du hast? 2:1, knapper Sieg. 2:1 gesagt. Auf jeden Fall 3 Tore und Sieg. Genau, man darf Regensburg nicht unterschätzen. Die müssen heute gewinnen. Die sind unter Druck. Ich glaube, eine Niederlage wäre für die schon... Endspielcharakter. Im schlimmsten Fall reicht uns auch ein Unentschieden. Aber gewinnen wäre schon ein bisschen besser. Gerade zu Hause. Gerade zu Hause muss man gewinnen. So, angekommen. Die Hose wird sich noch umgezogen. Tradition, ne? Auf der Suche nach dem Regensburg-Bus. Wir sind schon wieder in der Nähe, haben das aber nicht geplant. Beim letzten Mal hat es geklappt mit der Verunsicherung. Voller Hoffnung haben wir auf den Regensburg
Bus gewartet, aber da hinten sieht man nichts. Ich glaube, die haben so schon Angst. Die haben schon die Hosen voll, genau. Innenstadt Rostock. Zeit für. Aber du wolltest auch noch was aus dem Fanshop. Genau. Wir stöbern ein bisschen durch, halten euch auf dem Laufenden. Rein geht's. Mann, ich wollte die Rolltreppe benutzen. Kaputt. Was die Herren sich ausgesucht haben. War mein Geburtstagsgeschenk von meiner geliebten Frau. Ja? Ja, ja, ja. Ist ja relativ sieht schlicht. Schön aus, schlicht. Ja. So muss das genau, aber auch dezent, sein. Ne? Genau, genau. Ah. Schaut mal vorbei hier. Für Stefan. Ja. Weiß ich von etwas nicht? Das kannst nur du beantworten. Schönes Bierglas oder eine Brotdose. Selbst eine Spielesammlung gibt's. Ein paar Shards, Bälle, Tassen. Guck mal, sogar die Becher. Alvin, für den Bechersammler. Was hast du genommen? Sehr gut. Willst du das auch gleich anziehen fürs Spiel? Das muss Glück bringen. Frisch angekleidet. Sieht doch schön aus. Passend zu den kalten Temperaturen. Gibt es auch noch eine Frankies da hinten? Frankies und ich. Frankies geht auf vier Felix. Frankies. Danke erstmal. Vier Frankies. Wie geil ist das? Ich Moin. Bin bei Osnabrück. Ich gucke regelmäßig. Krass, und heute dabei oder was? Ja, Moin. Genau. Lasst es euch schmecken erstmal. Moin, Moin. Auf, was sagt ihr heute? Heute 2-0, ne? 2-0, ne? 2-0. Kann man machen, oder? Yam, yam. Yam, yam. Deine Einschätzung, der Tourist. Original Rostock. Wenn du hierher kommst, weißt du Bescheid. Absolut saftig. 1A. Gutes oben. Gegen Fürth hat es schon geklappt. Mit dem Bärchen. Ja, Flaschenkind. Alles gut. Zu dem Heimsieg. Stefan holt sich noch eine, der ist schon wieder fertig. Du kommst ja auch aus dem Nix mit diesen. Ich hab grad überlegt, ob ich noch ein paar mit diesen Buddeln. Ist das ein Traum jetzt, das noch zu essen? Es ist immer wieder ein Grund für die Reise mitunter. Ja. Lecker, ne? Mm. 11 von 10, immer wieder. 11 von 10. Drei hat er sich reingezogen. Drei am Start, drei Punkte Hansa, passt. Genau. Bei dem läuft alles. Komm, yo, los. Warte mal. Ja. Vorher, Dosen, so, heute ist das Zusammentreffen von vor 32 Jahren. Die DDR-Legenden. 1991 DDR-Meisterschaft. Die sind heute alle im Stadion. Genau. Da wollen wir auf jeden Fall den Jungs auch nochmal einen schönen Tag bescheren. Hoffentlich. Und einen erfolgreichen mit 3 Punkten. Uwe Reinders, legendärer Trainer, Hansa-Zeiten und alles. Schön in Erinnerung schwelgen. Mike Werner, beste Frisur. Knappe Stunde noch. Eins muss man sagen, positive Ausfälle bei Regensburg. Die komplette Viererkette, nee, zwei von der Viererkette sind heute gelb-rot gesperrt. Guevara und Salla, also Stamm-Außenverteidiger. Links- und Rechtsverteidiger fehlen. Felix? Da geht was über die Außen, würde ich sagen. Über die Flügel müssen wir heute spielen. Der taktische Fuchs. Ja, wird schon, wird schon. Wir sind schon am Überlegen. Verhoek oder Hinterseer? Verhoek. Meinst du? Glaube ich. Mit Van Drongen hier. Die niederländische Delegation, die macht das genau. Heute. Genau. Leute, Verhoek würde ich es jetzt auch mal wieder gönnen, wenn er ein paar Dinger schießt. Der kann das. Hat ja letzte Woche auch gezeigt. Einsatzkampf, ne? Alter Troublemaker. Ja, alle, die spielen, die wissen, worauf es ankommt und wir sind guter Dinge. Das wird unser Ding sein. Bevor es zum Ostseestadion geht, noch einen kurzen Abstecher in Moritz seinen Laden. Ja, der hat sich anscheinend in Rostock schon niedergesetzt, hat sich hier was Feines aufgebaut. Da gehen wir rein. Ab in den Schulter. Hansa, wenn es nicht läuft beim Spiel gegen Regensburg, haben schon viele sich gewünscht, du gehst Bier oder Getränke holen, einfach aus dem Stadion raus und dann holen wir uns die 3 Punkte. Ja, also wir müssen ihn dann auch wirklich rausschicken. Wenn es in diese Richtung läuft, dann muss passieren, was passiert. Raus! Aber das ist auch eine Nummer größer sonst, ne? Genau, ich habe mir XXL geholt. XL gab es leider nicht mehr. Der Junge ist im Training. Genau. Für den Boxkampf. Boxen am See, 10.06. Alle dabei sein. 10.06. Samstag, Bürgergarten Stralsund. Drittes Boxen am See. Wer? Ja, ich habe geboxt. Und du? Auch. Ja, und ihr boxt jetzt? Jetzt boxe ich. Albin boxt. 10.06. Wer will gegen mich boxen? 1,85 groß, um die 100 Kilo. Ich hab Bock. Ich bin dabei. Und die Jungs auch dabei. Genau. Sehr geil. Kommt alle vorbei. info@boxviral.de. Stabil. Aber Hansa muss stabiler bleiben heute in der Defensive. Albin! Was machst du da? Ich guck hier mal auf Fizzy ein bisschen genauer.
Schnell noch zu Harry rein. Oh, Harry. Schuhe ausziehen. Moin, Harry, wie geht's? Oh, sogar schick angezogen. Dass hier noch ein kleiner Rast machen. Bei Harry. Was denkst du, Harry, heute? Ja. Sag was Gutes. Alles offen. Auf geht's. 3 Punkte. Stefan. Sieg. Was? Hau raus. 3-1. Boah, ja, hab ich auch gesagt. Hab ich auch getippt. Geil. Oh, was ist hier los? Hansa auf Platz 15, Regensburg auf Platz 17. 3 Punkte trennen die beiden. Wenn's, das ist wirklich das 6-Punkte-Spiel par excellence. Wenn man heute gewinnt, ist man 6 Punkte entfernt, bei nur noch 9 Punkten zu holen. Kann man dann schon mal mit der einen Seite durchatmen, mit der anderen Seite natürlich muss man noch auf die Spiele gucken. Das Einzige, was man sagen muss, ne, wir sind 3 Punkte vor Regensburg, haben aber ein schlechteres Torverhältnis. Sollte Regensburg gewinnen, ziehen sie an uns vorbei. Das wäre nicht so schön, aber im besten Fall gibt es einen Heimsieg und können uns da wirklich viel Luft verschaffen, einen ordentlichen Sprung machen und an der Konkurrenz ein bisschen vorbeiziehen. Und dann gibt es im schlimmsten Fall nur noch Platz 16. Also Hansa, alles geben, 3 Punkte. FCA, pass auf, sie kommt. Auf geht's ins Ostseestadion. Da sind die Regensburger, die lange Fahrt haben sie sich angetan, circa 100 Leute wurden angekündigt auf der Pressekonferenz und jetzt geht's los! Felix, komm schon! 3 Punkte! 3 Punkte! 3 Punkte! Wir haben unseren Cheftrainer und das ist Alois! Was? Der Retter! Alois! Kapitän Markus! Kolke! Damian! Rosbach! Rick! Van Drongelen! Dennis! Dressel! Nico! Neiter! Kevin! Schuracher! Nils! Fröhlich! Mitte-Nummer-Nächste! Brian! Melon! Kai! Bürger! Ringsburg schlägt! 22! Lukas! Hüterseher! Lukas! Fröhlich! Ich blende euch einmal die Ausstellung ein, also genauso wie gegen Lautern und Greuther Fürth. Gleiche Ausstellung, hat gut geklappt, 2 Siege in Folge im Rücken, das Selbstvertrauen ist da, den Schwung mitnehmen. Ich bin guter Dinge, die Regensburg-Ausstellung blende ich euch einmal ein. Albers ist ein guter Mann oder auch Owusu, ja, sind schon auf jeden Fall starke Spieler, aber heute ist hier nichts zu holen. Ob in Freude oder im Schmerz. Wir wollen Hansa und sonst keinen. Hier spielt man den Ball noch mit Spaß. Mit Spaß! Für immer noch richtig zusammen. Zusammen! Für immer und ewig und auch bei Bestecke 10. Wir halten zusammen. Wir werden nicht untergehen. Und Spiel kommt! Wir wollen den Heimsieg sehen! Hada.
heute bisher noch nicht viele Torchancen. Erstmal den Freistoß noch mal gucken, der wird nichts. Hoffentlich. Oh. Erste gefährliche Möglichkeit. Die neuen Becher sind da mit den neuen Motiven. Ja, sieht geil aus. Sieht geil aus. Zuschlagen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Rostock! Halbes, nichts Ganzes, aber wir haben ein bisschen mehr vom Spiel. Jetzt, Stolpin! Oh, komm! Immer! Das war ein glasklarer Elfmeter. Elfmeter! Ja, Elfmeter, ganz klar! Was ist das? So, weiter, weiter, Dimitris! Und so, da gibt es noch Einwurf. Ein bisschen Taktik, wie der Einwurf jetzt ausgeführt werden soll von Malone. Schumacher! Zauberflanke! Kontrolliert oder was? Geht weiter, das war ein Tor. Ja! Torschütze, der nach da weiter, wo ein Lauter aufgehört hat. Unsere Nummer 19, Kai Burger! Wie wichtig die Führung! Sicherung, muss man sagen. Neuntes Saisontor. Neuntes. Ich hab's euch gesagt, in Führung gehen gegen Regensburg. Und jetzt müssen die aufwachen, weil die müssen gewinnen. Das heißt, da fliegen noch ein paar Tore vor uns. Mal hier Ingelsson und Opa Hardy. Das wird heute was. Weg da! Ja! 40. Vorletztes Heimspiel. Jetzt noch ein 2-0 nachlegen. Das wär's. Ja, das wär's. 10. Hansa. Halbzeit im Ostseestadion. Wir nehmen das Ding nach Hause. Regensburg auf Distanz halten. Das ist unser Motto. Halbzeitfazit mit der Mütze. Absolut zufrieden. Es gibt nichts zu klagen. Habe ich auch schon gesagt, tatsächlich. Und du hast ja auch das Trikot vom Pröger. Ja, Pröger, wenn du das siehst, du machst heute noch 2 Tore. Ahu. 3-0 hast du gesagt. Ja, 2-0. Gut. Perfekt zur zweiten Halbzeit. So kann das weitergehen. Kampf, Einsatz, Leidenschaft und die Führung, die steht. 3-0. Top. Das 2-0. Wir wollen das 2-0 sehen. Ja, ja, ja. Jetzt kommt der Pulli raus. 11, 10. Hansa! Kompaktes Spiel, Hansa keine Gefahr zugelassen. So kann es weitergehen, das zweite nachlegen und dann ist vorbei. Sehe ich auch so. Ja, und in jeden Ball reinwerfen. Der Schubi, Schubi! Ja, 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 hoch! Hoch! Oh. Dass Pröger zum Kopfball kommt. Der kleinste, aber er, der Einsatz ist da. Auf da. Oh, nee. Oh. Alter, erst mal hinsetzen. Auswechslung, Johnny kommt rein.
FC. Hansa, gut nachgesetzt. Oh, oh, wir wurden 2-0. Weiter, Alvin. Hada. Johnny, der nächste sitzt. Brüller, der Zuschuss. Oh! Hansa! Lieben Gruß an Lars, mit dem ich jetzt 30 Jahre Jubiläum dieses Jahr feiere. Eine Freundschaft sozusagen fürs Leben. Danke, Lars. Alles Gute. Grüß an Lars. Jo, tschö. Hada, John. John! Fröhlich! Ja, gelb! Eindeutig! Rauf da! Genau! Übers Tor, weit übers Tor, 70. Halten, 6 Punkte spielt! Das gehört uns! John Fluch! Mit dem Kopfballtor, pass auf! Hesse! 2-0! Also, den habe ich drin gesehen. Oh nein, mein Bruder muss aufs Klo. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Stark verteidigt. Und der Ball. Noch stärker. Hast du gut aufgepasst. Die Übersicht jetzt. Über die Außen. Der ist schön. Bring ihn. Ja. Nachsetzen für hoch. Zweite Liga, ihr werdet uns nicht los. Trikot Nummer 18 und heißt John Fehu. Ich hab's gesagt, Johnny. Wie geht's denn aus Regensburg? Danke. Bitte. Du hast es dir verdient. Auf da, genau! Boah! Schmeißt er sich in den Ball! Gemeinsam gegen den Abstieg, alle nach Sandhausen und Nürnberg. Unsere Karten sind schon da. Schalalalalalala. Ja! Weiter, da geht noch einer. 3-0, komm! Jetzt ja! Stritz! Ja! Boris! Deine Chance! Ja! Oh, Hahn, 1, 2, 3! Irgendwann muss er doch mal einmachen! Totgesagte leben länger. Ausverkauft! Nächste Woche Sandhausen.
den Sack zumachen. Ja! Röger, vorne wie hinten. Hey, Hand aus, ganz aus, okay? Hey! Meise! Sechserkette, das Ding nach Hause nehmen! Das hätte noch ins Auge gehen können. Aber nix geworden, nix geworden. Bis in den Tod! Ja! Saftige Grätsche! Unsere Liebe! Unsere Farbe! Das war's doch! Von Regensburg nichts Gefährliches gesehen! Das ist es jetzt aber! Zwei Spiele, zwei Siege. Ja. Immer dabei sein, immer dabei sein. Schalalalalala. Der FCA ist wieder da. Und der bleibt erstmal. Einfach nur unfassbar, wie die sich da unten rausgekämpft haben. Wer hätte das gesagt? Drei Siege in Folge. Unser FC Hansa. Ist das zu glauben? Was für ein Einsatz, was für ein Selbstvertrauen. Ja, hier, der Regensburger, ne? Dritte Liga mit Hansa, ja, hier. Oh. Regensburg hat gezeigt, es kann nichts. Hey. Sieht das geil aus, oder sieht das geil aus? Danke, Hansa. Was ein Comeback zum Schluss in der Schlussphase. Wenn keiner mehr mit uns rechnet, sind wir da. Klassenerhalt ist durch oder was? Ja. Noch nicht ganz. Abgerechnet wird zum Schluss. In Sandhausen werden wir auch gewinnen. Ja, ich wollte noch Kai Brüger von TikTok grüßen. Oha. Alle sind zufrieden. Ja. Ja. Heimsieg. Ja. Alle glücklich. Zum Heimsieg. Ja. So. Jetzt geht's los. Achso. Frankfurt, Dierburg, Achter. Ah, okay. Frankfurt, Dierburg, Achter. Rome. Auf den Heimsieg. Ja. Leute. Es muss sein, ohne das ist der Tag nicht wert, sagt mein Opa immer. Immer ein Druck auf den Schluck. Hast du auch alles mitgemacht, DDR-Meisterschaft und alles? Ich habe sogar St. Pauli gegen Horst, ja, wo der Tom Forde sich hingeschmissen hat. Tom Forde? Hingeschmissen hat, hat gebrüllt. Ja. Da kam der Trainer oder der Betreuer rein und hat ihn niedergebrüllt.
Ich habe das nur in den Highlights gesehen. Ja, ja. Stimmt, mit Tom Ford hat es angefangen, die Schauspielerei. Die Schauspielerei. Und so entwickelt sich zur Zeit das ganze Fußballspiel. Jeder Schauspieler ist nicht ehrlich in seiner sportlichen Leistung. Immer aufstehen, nicht rumheulen, Leute. Schön mit der Wikinger-Mütze. Ja, ja. Gegen Braunschweig seid ihr wieder dabei hier. Ja, natürlich. Natürlich. Merkt euch das. Hansa ist immer wieder da. Ja. Nächstes Jahr auch zweiklassig. Unser Fazit ist für heute, dass wir verdient gewonnen haben. Starke kämpferische Leistung von der ganzen Mannschaft, vom ganzen Verein. Ich habe wieder Emotionen gehabt in diesem Stadion. Ich danke allen Fans, die heute da waren. Und ich danke meiner Frau, dass sie wieder mit dabei war. Schön. Ja. Tschüss. Und extra gestern aus Karlsruhe angereist, müsst ihr immer sagen. Zu den Heimspielen von Karlsruhe nach Rostock. So ist es. Die nehmen die ganze Fahrt auf sich und es hat sich gelohnt. Wir sind stets bemüht. So stark, Respekt. 700 Kilometer aus Thüringen her und ich freue mich, dass wir endlich 30 in Folge wieder haben. Alles für Hansa, Klassenerhalt. Grüezi am Start. Kurze kleine Einschätzung. Ja, war ein zähes Ding heute. Ne? Also ich, erste Halbzeit habe ich so gedacht, oh Gott, das wird vielleicht wieder so 0-0 gekrepelt. Ja. Aber nach dem Ding von Prüger, muss ich sagen, die haben das gut gemacht. Haben wir die dann gut im Griff gehabt. Nürnberg läuft. Stark. Alles mitmachen. Schulze, Jungs, ja. Checkt ihn aus. Heimsieg hier. Der Junge muss noch sein Handy finden. Jawohl, was ist da los? Ich wünsche dir Erfolg. Das Handy wenigstens nicht heute. Das kriegst du noch. Ich bin mir sicher. Irgendwo da hinten liegt das bestimmt. Irgendwo auf dem Rasen. So heftig. Alter, was ist denn bei denen los, ey? Was haben die denn genommen? Felix, ist das geil oder ist das einfach geil? Ne? Befreiungsschlag. Ey, wirklich, ne? Fällt einem richtig ein Stein. Keiner an uns geglaubt, wirklich. John Verhoek ist Hansa Rostock. Und endlich mal wieder ein Tor. Da könnte auch Verhoek stehen. Genau. Johnny, absolute Legende. Dieses Kopfballtor, sowas von Herzen. Ich habe ihm gegönnt. Ich habe es ihm gegönnt. Endlich ist der Bann gebrochen. Können nur noch mehr Tore folgen. Ich hoffe, du hast einen schönen Abend. Genau. Ich hoffe, da konnte gut gefeiert werden mit deiner Familie, mit den Jungs. Grüße an alle. Grüße an alle. Und ein geiler Tag für uns Hansa-Fans. Danke an alle. Die wievielte Frankies ist das schon? Wir kriegen den nicht mehr hier raus nach Hause. Ja. FC Hansa, du bist so genial. Geil. Sandhausen. Wir kommen. Rostock. Was für ein Spiel. Wir halten Regensburg auf Distanz, gewinnen das 6-Punkte-Spiel, das wohl mit wichtigste Spiel der Saison. Wir sind alle aus dem Häuschen, muss man einfach so sagen. Alois, 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 Alois. Muss man sagen, die Defensive steht, 3 Spiele in Folge zu 0, Hammerspiel, wir haben aus den Chancen alles rausgeholt, Verhoek endlich mal wieder getroffen, Top-Leistung, wir können jeden einfach nur loben, sensationell, wenn das so weitergeht, dann ist der Klassenerhalt im nächsten Spiel wahrscheinlich gesichert gegen Sandhausen, da kann man dann, denke ich, den Sack zumachen, aber ja, erstmal Ruhe vorm Sturm, ey, dass man wirklich hier nochmal sitzt und 3 Siege in Folge feiert, hätten wahrscheinlich auch die wenigsten gedacht. Schreibt gerne alles in die Kommentare. War ein verdienter Sieg, meiner Meinung nach. Regensburg hat nicht viel nach vorne gezeigt. Also dafür, dass sie wirklich alles reinhauen wollten. Ja, muss man ehrlich sein, war zu wenig. Unser Retter, wirklich. Genau. Alois, einfach der beste Mann. Vielen Dank. Und auch vielen, vielen Dank an eure Kommentare, die uns alle aufgebaut haben. Die hier auf dem Kanal, sage ich mal, auch einen Platz gefunden haben. In unserem Herzen. Schreibt alles gerne in die Kommentare. Bleibt stabil. Haut gerne einen Daumen rein. Wir sind wirklich dankbar für jeden Einzelnen, die wir auch heute gesehen haben. Alvin, ne? Grüße gehen an alle raus. Grüße an alle. Liebe Grüße, hier ist Alvin. Ja, wir sind alle fertig. Ich glaube, das sieht man. Ein bisschen Stimme weg. Freitag wieder in den Süden. Ab in den Süden. Gegen nach Sandhausen. Zweite Liga. Hansa ist dabei. So sieht's aus. So sieht's aus. Bleibt stabil, haut rein. Danke für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal.